sind wir Schwestern. Wir sind nicht von gestern. Vergleicht mich aufs Lasten. In sämtlichen Nestern gleich vertraut. Vergleicht sind wir Schwestern. Von heute wie gestern. In allen Orchestern. Auf die Pauke hauen. Was machst du denn da? Mach schnell, ich bin gleich so weit. Das kitzelt. Mich habt ihr doch nicht so, dann zieh die Hose aus. Ach, das. Na, was denn, was machst du denn, oh? Na ja, nur. Ist doch hier, wa? Was denn schon so früh? Beeil dich, mir ist kalt. Ja, mein. Du bist jetzt schon. Ja. Kannst du deinen Kaffeedurst wieder nicht bremsen, wa? Da weißt du, das ist ja wieder ein Empfang. Aber trotzdem, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, mein liebes Schwesterlein. Danke, Martine, ja. Das war doch nicht nötig. Ja. Warst du denn mitten im Winter die schönen Blumen hier? Waren teuer, wa? Na, setz da hin und häng da auf. Ich meine, zieh da aus den Mantel natürlich. Ja. Mann, ist der verschnitten. Von der Stange, wa? Ist ja auch egal, die Hauptsache erwärmt. Du, wenn ich mal Zeit hab, nehm ich dir einen neuen, aber wann hab ich schon mal Zeit? Ach, wisst ihr was, Mathilde, du kannst schon immer mal Kaffee kochen. Irmchen kommt nachher oben noch, ja? Und nimm den Juden, wo der Pfund noch 500 Gramm hat, ja? Oh ja, ja. Ich wollte du wisst ihr was, Mathilde, brauchst du auch nie beeilen. Ich hab nämlich noch einen Moment zu tun. Ja, ja? Ich wollte nur mal. Ja, doch. Oh, wisst ihr, bei uns in Varieté, das ist nämlich wieder die Hölle los, wegen der Premiere am Samstag, wa? Und wer musste am Ende wieder ausbaden? Die Schneiderei. Ich sage dir, ich hab schon Blasen an den Finger. Hier, kick mal. Also glaube mir, wenn Dani bald in geweihte Donnerwetter rein... Donnerwetter! Mein Gott, was brüllst du denn so? Ach, Olga, entschuldige bitte, aber ich wollte auch gern mal was sagen. Weißt du, wenn du so weiter plapperst, hast du noch Blasen an deiner Zunge. Also sprich da aus, ich höre. Wirklich? Mhm. Also gut. Er hat wieder angerufen. Nein! Ja. Mensch, warum sagst du denn nicht gleich, wann denn? Gestern Abend, ich hatte Spätdienst, war nicht viel los, ein paar Wegaufträge, ein paar Nachfragen und plötzlich höre ich wieder das Rufzeichen, aber diesmal energischer, eindringlicher als sonst. Hier, Fernsprechauftragsdienst, Platz 5, sage ich. Hallo, als Circus Irus konntest du ja auch nicht melden, wa? Eben. Und was höre ich? Deine Stimme. Woher weißt du denn das? Mensch, Mathilde, ich kenne nur deine Tatsachenberichte vom Fernsprechkundendienst, ne? Aha, siehst du, aber das weißt du nun noch nicht. Der will sich nämlich mit mir treffen. Ungeheuer! Was ist er? Wie heißt er? Wie sieht er aus? Das weiß ich nicht. Bin ja nicht so neugierig wie du. Dafür aber doppelt so dusselig. Mensch, Mathilde, so was Anonymes, das ist doch nicht für dich. Du brauchst keine ätherische Stimme, du brauchst einen Mann zum Anfassen. Na ja, ich dachte, du sprichst erst mal mit ihm, triffst dich dann mit ihm und später kann man immer noch anfassen. Mathilde spricht das Wort nicht aus. 3 Jahre ist es her, dass dein Heinrich unter der Erde ist und du denkst schon wieder an sowas. In deinem Alter. Menschenskinder, nee, das sind ja Abgründe, Frau Diekne, da gestellt sehe. Na, hör mal, die paar Jahre, die ich älter bin. Na und? Trage ich mir vielleicht mit solchen frivolen Gedanken? Ich kenne meinen Platz und der ist an meiner Nähmaschine und bei meinem Pflegesohn-Tassilo. Ach, Morbi, der ist 26, der braucht doch keine Pflegemutter mehr. Och, mich kannst du ja nicht beurteilen mit deiner kinderlosen Ehe, nicht? Und was der Chance ist, kaum ich dieselbe durch Heinrichs übereilten Abgang vorbei, entfaltest du dir als lockerer Vogel vom Dienst. Telefonbekanntschaften mit dubiose Kerle. Nee, wenn det unsere Mutter bist. Das kannst du ja sagen. Warst ja schon als Kind immer eine Petze. Was war ich? Eine Petze? Ich war mein Lebtag verschwiegen wie der Zentralfriedhof von Chicago. Warst du schon mal dort? Nee. Aber Moppis Vater, der hat mal dort jastiert mit seiner Balance-Nummer.
Also wenn du mir jetzt noch frisst, vielleicht auf dem Friedhof, du. Dann schmeiß ich mit faule Kohlköpfe, ja? Und damit bin ich wieder beis Thema. Mathilde, lass den Kerl sausen, Mensch. Du bist zu schade für sowas. Ich weiß, du hast einen Hang für so eine Zicken. Mit 13 bist du schon in 6 Filme gerannt, die erst ab 18 waren. Mit 20 hast du einen Mann geheiratet, der 30 war. Aber mal, Mathilde, mal müssen auch Anstand und Sitte in dein Leben treten, bevor es zu spät ist. Olga, das lasse ich mir von dir nicht gefallen. Auch nicht an deinem Geburtstag. Ich lasse mich nicht von dir wie ein Schulmädchen behandeln. Ich gehe. Oh! Was ist denn das? Oh. Mir wirfst du einen fortgesetzten Lebenswandel vor. Nur weil ich ein paar harmlose Telefonate führe und selber hast du dein Ohr an ganz anderen Muscheln. Oh. Mathilde, das kann ich doch alles aufklären. Das ist nicht mutig. Die Situation spricht für sich. Voll Teufel. Also, sag mal auch mal wein. Oh, hey, friere. Ja, es wird jeden hier im Aufzug auch. Also, bitte. Das ist ja Antonio. Das ist der dümmste Einfall, den du je gehabt hast. Vivaldi, was? Ich heiße wirklich Antonio. Robimovic. Und ihre Schwester näht für mich. Bitte, da hörst du. Ja, also das ist Frau Lindberg und Herr Antonio ist Ventriloquist. Ja, das sieht man. Also ich finde sowas unappetitlich. Jetzt weißt du wieder nie, was Ventriloquist heißt. Gib es doch zu, gib es zu. Oh, natürlich weiß ich das. Das sind Männer, die die Hosen fallen lassen. Das sind Exhibitionisten. Aber dazu gehöre ich wirklich nicht. Komm, damit meine keusche Schwester nicht wieder klein Ohnmacht fällt. Damit du nie heißer wirst, mein Kleiner, war am Samstag ist Premiere. So, Herr Antonius Bauchredner. So? Ich habe dabei eine Puppe auf dem Schoß. Ja, und das ist meine Schwester. Ah. Oh. Nein. Nein, ich trete im Varieté auf. Im Varieté? Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Na das? Die Puppe bewegt nur den Mund. Ja. Und ich rede für Sie. Soll ich Ihnen mal zeigen? Gerne, ja. Legen Sie doch mal Ihr Ohr auf meinen Bauch. Oh. Nein, danke. Das möchte ich nun wirklich nicht. Na, auf den Schrecken wollen wir gleich Schnäpperchen trinken, wa? Schließlich habe ich ja heute Geburtstag. Hast recht. Ja. Aber eins interessiert mich. Warum haben Sie denn so eine Angst, heißer zu werden, wenn Sie doch nur mit dem Bauch reden? Eine sehr gute Frage. Ja, und damit wollen wir das Thema auch beenden. Also, Prösterchen, auf meine Gesundheit. Auf dein... Und auf Ihre, damit Ihr Bauch nicht heißer wird. Oh, Hoch soll sie leben. Tag, Olli, mein Gott. Ja. Alles Gute. Naja, du weißt ja, was ich sagen will. Ja. Das andere, das kommt dann später noch. Das ja? soll eine Überraschung werden. Ja, du wirst staunen. Oh, die schönen Blumen. Ja. Tag, Tante Tilly. Tag, mein Junge. Tag, Nanu. Tja. Schott im Abendkleid, was? Ach. Moppi wär nie frech, wa? Also, das ist hier mein Pflegesohn, Tassino Persike. Und das ist Herr Antonio, der ist hier ja. zur Anprobe. Oh. Der ist vertikal Bigamist. Frau Lehmann. Oder so, hat mich schon wieder verhauen? Bleiben Sie lieber beim Bauchreden. Ja, bei der Post geht's nicht so schnell. Du hältst die Klappe, wa? Und du kochst Kaffee, ja? Schon in Arbeit. Und in den Tuteservice. Aber nicht das Beste. Hm? War eigentlich die Vera schon da? Ach, unsere Ballettmeisterin? Ich glaube kaum, dass die an meinen Geburtstag denkt, wa? Obwohl ich ja Tag und Nacht nicht bei der Tour als sie und ihre Damen vom Ballett zu benehmen, ne? Sag mal, was willst du denn von ihr? Wart's nur ab, liebe Olga, wart's nur ab. Ach, der Junge. Der hat doch nicht die Unsinn im Kopf. Ist er auch bei der Post? Nein, nein. Der ist Bäcker und Konditor. Seine Torten, die müssten Sie mal sehen. Sein Vater, der war mal Artist. Nicht wahr, Olga? Ja, lang, lang ist her. Le Grand Persige. Glasbalancen auf dem Schrägseil. Ja, mit 67 Kristallpokalen auf einer Messerspitze. Oh. Das war eine Weltsensation. Ich habe auch mal ja? davon gehört. Ach nee. Tritt er noch auf? Nee, leider verschollen. Tja. Ab und zu früher, da kam immer noch meine Ansichtskarte, wa?
Aber dann haben wir nie wieder was von ihm gehört. Meine Schwester, die hat den kleinen Tassilo bei sich aufgenommen, als er 5 Jahre alt war. Ja, 3 Wochen sollte ich ihn betreuen, als seine Mutter vom Seil stürzte. Jetzt ist er 26. Ja, so vergeht die Zeit, wa? Aus Kindern werden Leute. Sein Vater. Leider hat der Junge nur wenig von ihm. Oh. Ach, er macht auch Glasbalance, wie Scheiß. Der Junge ist, der gibt sich einfach keine Mühe. Der ist hochbejagt und das spüre ich. Aber nur ist das gute Service hin. Das macht nicht. Mal muss er ja auch mit echten Requisiten üben, ne? Sag euch, den Jungen, den bring ich noch mal ganz groß raus. Ist es dafür nicht schon etwas spät? Doch, der olle Persik hat erst spät angefangen. Und er ist noch weltberühmt geworden. Ha, so was hat man im Blut oder man hat's nicht. Ja. Und Moppy hat's. Den scheuche ich aufs Hochseil. Oh. Komme, was da wolle. Übers Bielpad kann er schon ohne Festhalten balancieren. Na bitte. Sieh dir endlich was an. Sonst ergeltest du dich wirklich und ich kann deinen Wegen nicht auftreten. Wer war denn das? Mein Partner. Ihr Bauch! Ja. Er hat recht, ich muss mich wirklich umziehen. Ja. Und ich muss noch zur Probe eilen. Gut. Meine Damen? Moppy, das kann doch nicht gut gehen. Sei still, der Tee tut das immer seit 20 Jahren. Na klar. Wann schreist du denn so? Soll er vom Seil stürzen? Ganz ruhig, mein Junge. Langsam absetzen und nun lächeln, lächeln. Ja? Und nun Referenz. Ja. Aha. Das kostet Nerven. Ja, das in der Küche, das waren nur die alten Bierflaschen. Die sind ja, nur leider hin. Ist ja gut, das haben wir schon gehört. Nein, Mathilde. Das hübsche, schöne Spitzendeckchen. Oh Gott. Das ist so, das ist schön. Ja, gefällt's dir? Ja, Mensch, und ein Krimi. Ja, du, der ist gruselig. Oh, und ja. Ach, das ist jetzt die Vera. Nun geht's gleich los. Ja. Was hat denn die einmal mit der Vera und dann geht er hin? Dann nur noch, wenn ich ein guter Mathilde. Na, wie lange ist denn meine geliebte Olga da? Geliebte Schwester. Ach, lass dich von deiner leidgeprüften ebensolchen, wenn auch wesentlich jüngeren, umarmen. Glückwunsch, Glückwunsch über Glückwunsch. Na, mein Moppi, ja? Hand laufen will ich? Ja, sofort. Na, grüß dich, mein Tilly. Na, was macht das liebe Kundendiensttelefon? Kann ich genug klagen? Bitte. Was soll ich denn damit? Habt ihr ja keinen Plattenspieler. Na, das macht nichts, Olli. Sowas muss man heutzutage einfach in der Schrankwand haben. Die hat sie ja auch nicht. Also, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, wa? Die Freude hat sie übermannt. Ja, so soll's auch unter Schwestern sein. Schenke reichlich, aber mit Herz. Das ist dir gelungen. Willst du ein Schnäpschen? Oh nein, danke, du weißt. Keine überflüssigen Kalorien, bitte ich. Ich muss an meine Linie denken. Sag mal, ich habe gehört, deine Scheidung ist gut verlaufen. Gut? Gut ist gar kein Ausdruck. Alle standen von Anfang an auf meiner Seite. Es lief ja alles wie geschmiert. Ich meine, ich habe natürlich gelitten wie ein Hund. Vor allem, als es um die Aufteilung der Sachwerte ging. Ich meine, die Gewerbeerlaubnis für die Kasse ist. Die Gewerbeerlaubnis für das Café, die habe ich ja glücklicherweise auf meinen Namen nicht, aber die Möbel, die Einrichtung des Restaurants hat das Gericht eindeutig Christoph Maria zugesprochen. Ich meine, Herrn Schulze, was mal mein Mann war, der selbst als ich noch einen Zahn zulegte und meinen Tränen ungehemmt freien Lauf ließ, das war nichts zu hören. Olli, so ist nun mal das Leben. Och, mein Tildi, man setzt immer nur zu.
Das tut mir aber leid. Na, du mir erst. Ich habe ja meine Kräfte nur wahrlich nicht geschont. Ich habe den halben Kokosläufer in dem Verhandlungszimmer nass geheult. Du musst wohl die Stehbierhalle aufmachen, wa? Unsinn, Olli. Also das konnte ich meinem Verflossenen im Aufzug gerade noch abbringen. Die vorläufige Nutzung des Inventars. Zwar auch erst, nachdem ich ihm gedroht habe, den Alarmknopf zu drücken und zu behaupten, er hätte mich in den Finger gebissen. Hat ihn ja schon im Mund. Den Alarmknopf? Unsinn, Tildi, den Finger natürlich. Ja, also das hat CM auch gesagt. Wer ist denn das nur wieder? Das ist Christoph Maria Schulze. Wieso? Na, seit der Scheidung, da nennt sie ihn CM. Oh, du lässt dir aber was einfallen. Ja, zum Glück. Ja, aber Mädels, jetzt ist genug davon. Jetzt lasst uns feiern. Ach, jetzt wollen wir doch an schönere Dinge denken. Und ich sage euch, die Männer, die können mir ab sofort und samt und sonders gestohlen bleiben. Oh. Mhm. Und auf Wiedersehen. Ich wünsche den Damen noch einen schönen Tag. Ja. Und wegen der Hosen komme ich morgen noch mal vorbei. Ist gut, mein Schätzchen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Hoi, Boy. Was war denn das? Ach, das ist ein Artist aus Olgas Varieté. Der ist zentrifugiert. Oh Gott! Bauchredner. Und als ich hier ankam, hatte der keine Hosen an. Ja, und dann wollte er mir zeigen, wie er es macht. Hier? Was? Na, das Reden mit dem Bauch. Ich sollte dabei meinen Kopf an seinen Leib legen. Na ja, und? Ich habe natürlich wieder hab's auf Nickem gegeben. Ach, natürlich, Tildi. Du bist aber auch wirklich die personifizierte verpasste Gelegenheit. Ja. Das ist ja ein richtiger Jammer, dass ich noch nicht da war. Na, ich hätte gelauscht, dass die Heide wackelt. Das ist typisch für dich. Zum Glück, ja. Ach, Tildi, also mit dem, da möchte ich unbedingt mal. Also Irmelie. Telefonieren, ne? Also du und deine postpubertäre Fantasie aber auch wieder, Tildi. Oh, das könnte meine Tochter sein. Ja. Warte, Yvonnechen, dein Mütterchen öffnet die. Nein. Das besuche Olga. Aber hoffentlich kommt die Wonne noch. Weißt du, gerade in der letzten Zeit, da sehe ich sie sowas von selten. Was soll man da nun sagen? Olga, die Seele der Kostümabteilung, das Herz an der Nähmaschine, um es mal poetisch auszudrücken. Ach ja, und wieder ist ein Jahr vorüber. Mein Gott, wie doch die Zeit entarmt. Alles, alles, alles Liebe, meine Gute. Von mir, von den Kollegen, kurz, von uns allen. Ach, Vera, Mensch, das war da nie nötig. Oh, bitte, keine Widerrede, es war nötig. Und bei Terpsichore, niemand weiß das so gut wie ich. Also, darf ich bekannt machen, das ist meine Schwester Mathilde. Oh, freut mich. Das ist meine Schwester Irmgard. Oh, Verzeihung. Und das ist unsere Ballettmeisterin Vera Unentwegt. Meine Damen, guten Abend. Sehr erfreut. Unentwegt. Finde ich richtig drollig. Von wegen unentwegt auf den Beinen, was? Ihre Scherze sind wie Leitungswasser, meine Liebe. So klar? Nein, so geschmacklos. Vera, nimm doch bitte Platz, gib gleich Kaffee. Dankeschön. Okay. Gut, aber nur eine Sekunde, nicht? Und nur, weil du es bist. Ja. Ach, kann das sein? Ich glaube, ich habe Sie schon mal auf der Bühne gesehen. Oh, wie schön für Sie. Ja, als Kind. Ja, doch, das ist durchaus möglich. Ich
war schon als Kind beim Ballett. Sie waren ja wohl zu dieser Zeit schon verehelicht, nicht wahr? Irmgard, komm doch bitte mit in die Küche, kannst du ein bisschen helfen, da geht es schneller. Ja, das kommt mir jetzt sehr gelegen, Olli. Sie entschuldigen mich doch wohl, meine bitte, Liebe, ja? Bitte, mit Vergnügen. Sehr reizend, Ihre Schwester. Die Eura, ja. Nee, die andere. Die Irmeli. Ja, die ist manchmal spitz wie ein Stein, aber die meint's nicht so. Die ist nicht nur spitz, sondern auch vergiftet. Und ich fürchte, sie meint's auch so. Ach nein. Tja, wie verschieden Schwestern oft sein können. Wissen Sie, ich bin sonst auch aufgeschlossener. Das muss ich ja auch beim Fernsprechkundendienst, aber in Gegenwart einer so großen Künstlerin, da bin ich nicht so aus mir heraus. Ich bitte Sie, jetzt machen Sie mich aber bitte nicht verlegen. Ach, nein. Beim Fernsprechkundendienst sind Sie so. Ja. Das ist ja sicher ein sehr interessanter Beruf, nicht wahr? Oh, ja, sehr. Wissen Sie, was ich da manchmal zu hören kriege? Übrigens war ich die Erste, die auf Tonband sprechen durfte. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach, nein. Ja? Ja. Ach, soll ich Sie mal vormachen? Ja, gut. Also. Dong, 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 dong. Keine Nummer unter diesem Anschluss. Dong, dong, dong. Keine Nummer unter diesem Anschluss. Entschuldigen Sie bitte, ich bin so aufgeregt. Aber herrlich, Sie sind ja wirklich ein richtiges Talent. Na, kann mir mal einer verraten, warum der Kühlschrank mit einer Kette und mit einem Vorhängeschloss verriegelt ist? Das hängt doch mit der Überraschung zusammen, die ich mit Tassilo für dich vorbereitet habe. Ich hoffe, er bereitet sich auch vor. Der hat sich eingeschlossen, der sagt kein Wort. Aber das ist ja gut. Ach, bitte würden Sie mal nach ihm sehen, ja? Wir warten sonst hier noch Stunden. Für Sie gerne. Ja. Poppy. Aber bitte lassen Sie sich ruhig Zeit. Du, Olga. Ja. Olga, hör zu, ich habe ein Problem. Ja, pass auf. Ich denke, wir müssen die Seitennaht hier doch wieder rauslassen. Ja, pass auf, ja, wenn ich vortanze, sieh doch mal. Da, di, da, da, und vor und weg und seit und rüber und drehen und pack, mo! Sieh! Mensch, ich hab's gesagt. Sie. Ja, wenn du auch rumhuckst wie eine heiße Pellkartoffel. Das legt ihr nachher wieder zusammen. Entschuldigung, bitte, aber. Lasst euch nicht stören. Wenn das nur einer sieht. Nee, dann nimmst du ihm immer eine Decke vor. Oder noch besser, bleib sitzen. Was? Ausgeschlossen. Nee, pass auf. Noch was. Also, die Kostüme für das Solopaar müssen vollkommen neu gemacht werden. Was denn, bis Samstag? Ja, ach, das schaffst du. Ach, Mensch, Vera, warum denn? Ich mache eben mal wieder alles ganz anders, ach, verstehst nee. Du? Na ja, Sie kommen eben nicht aus einer goldenen Kugel, sondern aus einer silbernen Muschel. Na, das ist doch viel besser, nicht? Ich meine, zwei Perlen der Liebe an den Strand der Begierde gescheimt. Die Muschel kommt vom Schnürboden, ja? Und dazu nur Streicher und Oboe und sie öffnet sich. Die Oboe. Ja, das sind die Muschel. Ja, ja. Och. Oh, und voller Blech, nicht wahr? Ach, siehste, volles Blech und volles Holz und Streicherteppich. Jetzt kommt die große Hebung. Und dazu kommen Pauken und Becken, ja? Er setzt sie wieder ab. Große Arabeske. Und weiter auf Spitze, Diagonale, Diagonale. Pirette, Pirette, Pirette. Großes Crescendo, Pause und stehen. Oh, wie findest du das? Umwerfend originell. Ja, großartig, bravo. Ja. Ja, das freut mich. So, schau her. Den Stoff habe ich gleich mit. Was sagst du dazu? Was denn, der soll reichen? So, da bleibt noch ein Rest. Hier. Hier hast du die Figurine, ist doch sehr geschmackvoll. Ja, 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 ne? Ja. Nase hast du ja auch, ne? Den Rest schneiden wir eben einfach wieder ab, ja, nicht? Ja. Und was zieht er an? Er? Nichts. Nichts. Er bekommt eine Strassbrosche, die wir mit Goldbändern hinten befestigen. Hinten? Na ja, die Brosche vorn und die Bänder hinten. Also, jetzt frage bitte nicht wieder, ob sie reicht. Sie reicht. Ich habe mich durch Augenschein überzeugt. Ja, ja. Und den Rest, den schneiden wir einfach wieder ab. Sag mal, soll ich da anfangen? Nee, nee. Pass mal auf. Ja. Mensch,
Hast du denn schon das Neueste gehört? Nee, was denn? Na, dass ich wieder auf den Schwingen der Liebe gleite. Das kann da nie wahr sein. Hm. Weißt du noch, das letzte Mal hast du 200 Mark berappen müssen, weil du hinter der Bühne gerucht hast. Und dann hast du noch einen Verweis gekriegt wegen Drogenunfug. Ach so, du meinst, wie ich während der Messerwerfernummer an Schmetterling über die Bühne getrippelt bin und der gute Mann vor Schreck seiner Mutter das Messer fast in den Daumen warf. Ach Gott, war ich damals verknallt. Oh, ja. Der Wagen, das mal gleich noch. Entschuldigung, ich brauche dringend zwei Sicherheitswagen. Mensch, Mathilde, du sitzt fast drauf. Ich? Naja. Ach, da drin. Entschuldigung. Aber diesmal ist es wirklich was ganz Ernstes. Ein durch und durch seriöser Mensch. Groß, energisch, vital und liebevoll. Der ist Geschäftsmann, weißt du? Restaurantbesitzer oder irgend sowas. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Aber der muss ja wahnsinnig viel durchgemacht haben in seelischer Hinsicht. Aber sonst, du, der reine Zucker. Also Mensch, Vera, trotzdem, ich kann dich nur warnen. Meine Schwester Irmgard, die hat gerade eine Ehe hinter sich mit so zuckrigen Typen, du. Und was die durchgemacht hat, also da schweigt des Sängers Höflichkeit. Och, aber ich bitte dich, sowas kann mir doch nicht passieren, nicht? Ich meine, ein Mann ist immer nur so gut, wie es eine Frau versteht, ihn zu lenken. Und lenken, meine gute Olga, lenken kann ich vorzüglich. Oh, ja. Ja, das muss ich auch sagen. Da muss ich Frau Unentwegt vollkommen recht geben. Das muss jeder selbst entscheiden, nicht wahr? Mensch, Mathilde, was verstehst du denn davon? Na, schließlich war ich 32 Jahre verheiratet. Ja, aber mit einem Mann. Ach so, das handelt sich um mehrere Herren. Ja, dann will ich natürlich nichts gesagt haben. Entschuldigung. Es ist wirklich rührend, deine Schwester. Also trotzdem, Vera, lass die Finger von dem Mann, sonst ist der gesamte Ensemble wieder reif für die Klapsmühle. Außerdem, du warst doch schon viermal verheiratet. Den fünften, den musst du behalten. Den wirst du nie wieder los. Dafür gibt es Beispiele. Ach, du meinst... Naja. Ach, die. Also ich bitte jetzt sofort um eine Erklärung, warum man mich hier alleine und ohne Kuchen in der Küche verkümmern lässt. Sie sollten Kuchen sowieso meiden, meine Gute. Na, Sie passen doch wohl auch in kein Ballettröckchen mehr. Also, Vera, was wird denn nur mit meiner Überraschung? Ich bin schon so gespannt. Also gut, gut, Olga, jetzt kommt der Geburtstagsknüller, ja? Aber wirklich, nur weil du es bist. Ja. So, also, Moppi, bist du fertig? Fertig. Gut, also dann, Musik ab! Entschuldigung, ich wollte gerne mit zugucken. Darf ich? Also ich muss Ihnen schon wirklich sagen, wenn Sie nicht so lieb wären, hätte ich Ihnen jetzt gesagt, dass Sie wirklich oft sehr störend auftreten. Entschuldigung. Naja, also bitte schön. Also machen wir es nochmal, ja? Moppi! Und Musik ab! Aus! Schluss! Ende! Schon wieder die Klinge! Der soll wohl nur nicht mehr weg mit eurer Aufführung. Was? Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich selten so gelangweilt. Oh, na nun, Fräulein Unentwegt, sind Sie aus den Nähten geplatzt? Nein, ich habe mir einen Schlitz ins Kleid gemacht. Ich kann ja meine Beine noch sehen lassen. Andere Leute hingegen sollten sogar beim Kartoffelschälen lieber im Abendkleid tragen. Entschuldigung, Fräulein Birnsteckel von oben ist da, die möchte sich ein bisschen Zucker ausborgen. Und dann möchte sie dir noch ein Ständchen bringen für den Geburtstag. Ja, auf dem Cello. Ist ja wirklich reizend. Ja, das hat man gerade noch hier Mensch. Lass mal, Mathilde, macht das schon. Irmeli, stell dir mal vor, Frau Unentwegt hat auch einen Herrn aus der Gastronomie kennengelernt. Ich bitte Sie, das war doch noch gar nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Ach, ich wollte doch nur sagen, weil das nämlich ein so netter Herr sein soll, im Gegensatz zu deinem.
Naja, jeder muss schließlich selbst wissen, an wem er sich die Finger verbrennt. Oh, ich bin feuerfest, meine Liebe. Und ich bin nicht Ihre Liebe. Zum Glück nicht. Da gebe ich Ihnen ausnahmsweise mal recht. So, Kinder, die Birnstängel sind mal los, wa? Und nun will ich die Aufführung sehen. Ich bin schon so gespannt. Olga, ja? Aber wirklich nur weil du es bist. Ja. Ein letztes Mal. Moppi! Musik ab und Auftritt! Eine Klamotte, bitte. Gerade war so schwer. Ach nee, so eine schöne Torte und so ein edles Tier. Moppi, was du alles kannst. Danke. Nie wieder. So ein Schnee. Vielen Dank. Der Junge ist da wirklich hochbejahrt, wa? Naja, also ich weiß nicht. Ich kann da nicht so richtig drüber lachen. Sie brauchen sich für Ihre Humorlosigkeit nicht zu entschuldigen. Ja, also, Finger weg, versuchen Sie nicht. Versuchen Sie nicht, mir meinen Tatendrang zu hindern. Aber das können Sie doch nicht. Ich kann. Also die Möbel müssen raus. Also bei Ihnen zwitschert wohl der Waldkotz im Gebälk, wa? Warum denn Deckel? Ab morgen wird rekonstruiert und ich muss heute die Bausubstanz prüfen. Na, die Arbeiten sollten ja erst nächsten Monat beginnen. Sollten Sie arbeiten vorfristig, die gestatten, ja. Ja. Oh. Mit wem haben wir eigentlich das Vergnügen, wenn ich mal fragen darf? Baumann ist mein Name. Ach, sind Sie etwa dieser berühmte Max Baumann? Was wollen Sie denn mit der Berühmte andeuten? Oh, Verzeihung, nichts. Berühmt? Max ist mein Bruder. Das heißt, er war mal mein Bruder. Ich bin Fritz, also wie seine Frau das bei denen aushält. Also, wissen Sie, die Herren sind nämlich seit Jahrzehnten zerstritten. Mein lieber Herr Baumann, sehen Sie, meine Schwesterin hat doch heute Geburtstag. Wir wollten gerade ein Tässchen Kaffee trinken. Ja, drücken Sie doch noch mal ein Auge zu. Kommen Sie morgen wieder, ja? Das geht nicht. Ich hole nur noch mein Arbeitsgerät und komme dann mit meinem Sohn ausräumen. Am besten, die ziehen so lange in die Küche. Das werden Sie noch bereuen, das sage ich Ihnen. Das glaube ich kaum. Hätten wir ja einladen können hier zu Ihrer Väter, wa? Dann hätte ich ihn vielleicht noch den kleinen Kaffeetrunk genehmigt, aber so tut mir herzlich, ja? Ist ja wirklich ein merkwürdiger Kauz. Oh Gott. Und ich dachte schon, als es klingelte, es wäre mein geliebter Christoph Maria. Aber Gott, der Gute weiß ja gar nicht, wo ich bin. Wer bitte? Es geht Sie zwar einen feuchten Kehricht an, aber ich spreche von Christoph Maria Schulze, C.M. Schulze, meinen zukünftigen Lebensgefährten. Nein, na, das war ja mal meiner. Was? Das überrascht mich zwar auch. Na, da hat er sich ja diesmal ganz schön vergriffen. Oh. Dann sind Sie also diese fürchterliche Person, von der er immer erzählt. Hab sie mir genauso vorgestellt. Was bin ich? Was erzählt der da? Also das ist ja eine derartige Infamie, da fehlen ja sogar mir die Worte. Sie echauffieren sich völlig umsonst, gute Frau. Der Mann gehört jetzt mir und Sie sollten mal ganz ruhig in sich gehen und überlegen, was Sie falsch gemacht haben, damit es Ihnen beim nächsten nicht wieder passiert.
vorausgesetzt, dass es für Sie überhaupt einen Nächsten geben soll. Also Moment mal. Könnt ihr dieses Problem nie andermal bewältigen und nicht ausgerechnet hier und an meinen Geburtstag? Ja, das muss ich auch sagen. Irgendwie. Na, entschuldige. Ich lasse mir doch nicht den Mund verbinden und mich obendrein noch verleumden. Also das ist ja erst anständigen Frauen die Männer wegnehmen und dann auch noch aufmüpfig werden sie. Tanzmaus. Ich weiß überhaupt nicht, warum sie sich so hysterisch gebärden. Ich meine, es dürfte Ihnen ja wohl klar sein, dass eine Künstlerin meines Formats, die alles, aber auch alles aus dem Körper holt, gleichsam tänzerisch oder musikalisch, dass sie einem Mann erotisch mehr zu bieten vermag, als Sie mit Ihrem bisschen Kaffeehausverstand. Zumal, wenn es sich um einen so sensiblen Charakter handelt wie C.M. Da ist schon ein bisschen mehr Fantasie erforderlich, nicht? Ja, also was wollen Sie denn noch aus Ihrem Körper rausholen? Sie kriegen ja kein Bein mehr auf die Stange. Aber ich werde nämlich mein Kaffeehaus glanzvoll neu eröffnen. Dazu reicht mein bisschen Verstand gerade noch. Aber C.M., dieser sensible Charakter, der wird bei Ihnen erscheinen, aber nur mit einer abgenutzten Zahnbürste und seinem alten Bademantel. Das ist nämlich das Einzige, was er zurzeit noch besitzt. So, und wie wollen Sie Ihr segensreiches Etablissement eröffnen ohne die Möbel? Die gehören ihm nämlich auch noch. Und die werden wir morgen abholen lassen, bis zur letzten Sprungfeder. Das wäre ja gelacht. Schönen Tag noch, Olga. Dieses Weib, dieses böse, böse Weib, das ist ja ein Vampir. Eine Vajidenegere ist das. Also ich finde, es hat dir gar nicht. Ja, du immer mit deiner spitzen Zunge, das musste mal so kommen. Ja, ja. Stoß mir nur ruhig den Dolch in den Rücken. Ich bin ja nur eure Schwester. Ach, das tut mir aber leid. Ich hab der Jüngsten. Dann könnt ihr es immer machen. Aber ich werde es allen noch zeigen, was ich noch aus meinem Körper rausholen kann. So, da sind wir. Na, was ist denn, na, was ist denn hier los? Das ist ja noch nicht mal abgeräumt. Also, so geht's ja wirklich nicht, Mann. Udo! Oh Mensch, wo steckt denn nun wieder der Junge? Mensch, dauernd muss man die Arbeit alleine machen. Mensch, Udo! Komm ja schon, Papa! Udo, nimm das Ding ab und lass den Unsinn. Mensch, Udo! Leiter! Bloß keine Hektik, ich hol sie. Dauernd lässt er sich so ein Blödsinn einfallen. Und warum? Sie wissen ja, weil er zur Bühne will. Aber da werde ich den großen Riegel weg vorschieben hier. Leiter ist, was du? Ja. Also hier, Verteilerdose überprüfen. Ich kloppe hier die Dielen ab, da ist bestimmt der Holzwurm drin, ne? Gut. Alter. Also jetzt reicht mir der Graber. Ja. Mir reicht der auch, ich gehe. Olga, wir können deinen Geburtstag ja bei mir im Café nachfeiern, ja? Nächsten Freitag vielleicht. Ja, aber wie denn ohne Möbel? Ohne Möbel, Tilly. Moment, ich will jetzt Kaffee bauen. So, und wer ersetzt mir meine Jutevase und das war echte Keramik? Was? Das war echte Keramik. Ach du dicker Vater, ich dachte, das wäre bloß Meißner. Ach, mit ihm redet ja gar nicht mehr. Aua. Na, was ist? Hübsch. Was ist hübsch? Na, die vielen bunten Drähte hier. Bunte Drähte, Mensch, das Kind, das bringt man doch in Abgrund. Wozu hast du bloß Gärtner gelernt? Hör doch mal still, ich bin gerade beim Zählen. Eins, zwei, drei und vier. Und im Dunkeln sitzen wir. Na, sag mal, was ist denn du schon wieder los? Und sowas will du Künstler werden. Sei froh, dass ich nicht mit bloßen Fingern hingegriffen habe. Das könnte ich gar nicht mehr werden. Udo, warte hier auf mich und fass bloß nichts mehr an. Keine Angst. Klar? Mensch,
kaputt. Oh. Kurzschluss, hab ich gemacht. Okay, das ist ein Blitzschlag auch von dir, wa? Frag nicht, ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten, du Unkrautjäger. Du Mehlwurm. Na. Soll ich übrigens schön grüßen? Weiß schon von wem. Ja, schon gut. Wir müssen unbedingt wegkommen. Halt, Moment mal. Was tust du denn, ihr Bede, denkt da, ha? Ihr hängt da bestimmt wieder was aus, stehst du? Wir? Nee. Wie im Leben. Na, ihr geht doch schon so, hm? Moment mal, Luft schnappen, bin gleich wieder da. Ich krieg mal nach, was mein Aller macht. Also, das ist ja wieder mal typisch. Das ist ausgesprochen typisch. Das Geburtstagskind hockt auf der Erde und sich den Porzellan zusammen, was anderes hat teppert haben. Nee, hier, was denn seitwärts in den Büsche schlagen und der alte Papa, der hier Brechlehe, der muss sich ja zu Tode ackern. Sind Sie überhaupt fertig mit den Scherben? Ja, aber mit Ihnen auch. Hier so den Geburtstag zu verderben. Ach, Sie haben Geburtstag? Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehm nicht Süße von Fremden. Meinst du nicht auch, wir sollten lieber aufhören? Nee. Jetzt fangen wir erst richtig an. Die soll ruhig merken, der zu uns hier bei Kaffeefeten nicht einfach übergehen kann. Max hätte da noch ganz anders durchgegriffen. Außerdem wird morgen wirklich rekonstruiert. Hättest du ruhig noch ein bisschen feiern lassen können. Udochen, das ist mein letztes Wort, ja? Du klopfst da drüben die Dielen ab und ich horche hier, was der Holzwurm sagt. Guckt doch sowieso keiner. Mensch, fang an, Mensch, also. Andere Handwerker denken ohne nach. Also. Je eher du fertig bist, desto früher kannst du weg. Ab. Klar. Was ist denn nun schon wieder los? Na, das darf doch nicht wahr sein. Das Stühle weg, ich brauche Baufreiheit. Also, das gibt's doch nicht. Jetzt kann man unter die Stühle stecken hier. Nein! Ich bin's, ja, meine liebe Frau Knopf. Mein allerherzlichsten, ja. Oh, machen Sie vielleicht Fenderspiele? Oh, ich allerliebst. Birnstengel, ja, wissen Sie, ich habe nämlich oben gehört, dass gebumst wird. Und da habe ich mir nur gesagt, Lydia, jetzt ist die Feier so richtig im Gange. Und da willst du mal eins, fix, drei, runterklüstern und ein bisschen zum Tanz aufspielen. Ja, ich mache ja sowas eigentlich sonst nicht. Wissen Sie, weil ich ja nur klassisch unterrichte. Aber wo nur jetzt hier Geburtstag ist, nicht? Und alles so gemütlich beisammen. Aber Frau Birnstengel... Ach nee, Ivo, Frau Knopf, da müssen Sie sich gar nicht erst bedanken für. Nee, wirklich und wahrhaftig nicht. Mache ich ja gerne. Wissen Sie, wie ich nämlich noch erstes Violoncello in Putbus am Theater war? Ne, da hat unser Generalmusikdirektor Hutschenreuter, der hat auch immer am Ende von den Konzerten die Tritsch-Tratsch-Polka oder Rosen aus dem Süden intoniert. Ja, naja, ich meine, das Publikum musste sich ja nach den schweren Strawinski erst wieder ein bisschen erholen, nicht? Ja, und nun ist mir so einfach der Hang zur heiteren Muse fast in die Wiege gelegt worden. Wissen Sie was? Ja? Wir machen eine Stuhlpolonaise. Das wäre ganz bestimmt im Sinne von Professor Hutschenreuter. Was? Hutschenreuter, ist das nicht der, der den Porzellan erfunden hat? Nee, das war Meißner. Oh. Vielleicht war es auch Rosenthal, nicht? Die Herren Baumann, die sind ja wohl immer zu Scherzen ausgelegt, nicht? Darf ich mal? Kommen Sie mal her, ich will Ihnen mal was zeigen. Gucken Sie, diese schöne Torte, die hat Tassilo für meine Schwester zum Geburtstag gebacken. Ja. Oh, das ist ja nur ein wahres Wunderwerk. Ja. Na, ist ja zu und zu schön. Ja. Nee, ist ja eigentlich viel zu schade zum Anschneiden, nicht? Meine Güte, ist ja
ein richtiger Schwan. Ja, nur der Kopf fehlt. Ja, und wer hat ihm den abgedreht? Unsere Ballettmeisterin. Ja, Frau Unentweg. Ah, die Dame kenne ich nicht. Ja, Lohengrin. Beim Schwan müssen wir ja eigentlich Lohengrin intonieren. Ja, treulich geführt. Zieht dahin. Sie haben ja eine Stimme, Mensch, da könnte man direkt so Edgar singen, wa? Aber ich habe leider keine Zeit. Udo, du horchst da am Boden, ich komme von unten an der Decke. Wenn du was hörst, gibt's dir Echo, klar? Klar, immer ich. Sagen Sie mal, Sie haben da Gefühl für Rhythmus. Ja, na, wenn ich das nicht hätte, da könnte ich mit ja mein Violoncello glatt in den Boden versinken. Dann klopfen Sie mal hier so einen leichten Dreivierteltakt, wenn Sie meinen Vater von unten wummern hören. Klar? Ja. Schönen Tag noch, Mädels. Ist ja einen netten Jungen, nicht? Ja, da will ich mir auch kein Spielverderber sein, nicht? Bloß ein bisschen schade um die schöne Stuhlpolonaise. Oh Gott, das also, kostet Nerven. Jetzt fängt die Hunde an zu bumsen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psst, psst, Moment. Ich glaube, der Tisch soll weg, sagt er. Was sagt Mathilde? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macht richtig Stimmung, klar. Hier. Oh, richtig gediegen. Aber ein bisschen frisch zwar. Aber ich und mein Instrument, wir werden es schon warm spielen, nicht? Heute müssen mir aber die Damen nur mal zuhören. Nee, da lasse ich aber nur nicht von ab. Kalt, nicht? Hm. Also wenn Sie mich fragen, die Musik haut unheimlich ein. Was war das für ein Titel? Ich habe gespielt, Rubinstein. Oder haben Sie da keinen Bock drauf? Kein was? Kein Bock. Das heißt, keine Lust. Das habe ich von einem Schüler gelernt. Man muss ja immer ein bisschen mit der Zeit gehen, nicht? Aber musikalisch bleiben Sie beim Alten, gell? Nee, ich wurde. Sagen Sie mal ruhig, was Sie wollen. Ich mache das schon mit. Ist wahr? Ja. Nein. Meinetwegen können wir ruhig ein bisschen rockig werden. Da komme ich nämlich erst so richtig in Fahrt. Wird mir ja auch ein bisschen wärmer bei, nicht? Und was spielen Sie? Karten. Aha. Was wollen Sie mit Chip und Besen? Da fegen wir die falschen Töne drauf. Gut, also probieren wir es. Ja, gut. Dann gebe ich mir 4 vor, ja? Ja. 1, 2, 3, 4. Für rockig halten Sie doch nur den Schottenrock. Und wenn der Drama zuschlägt, kriegen Sie einen Schock. So ist echt. Hab ich recht? Sie müssen das nicht alles so verbissen sehen. Man kann zugleich auf Mozart und den Pudding stehen. Damit bin ich ganz in. Ja, das macht Laune. Oh, oh.
wusste, dass sie heimlich Louis Armstrong hören und dann bei ihren Schülern auf Vivaldi schwören. Das haut um. Ich bin stumm. Mal Hardrock, das ist krass gemixt mit modern Soul. Dann Schubert, Bach und Mendelssohn als Gegenpol. So soll's sein. Das ist fein. Bringen. Ja, aber von Herzen gern, Frau Irmgard. Da habe ich doch, wenn auch Space, noch ein richtiges Comeback. Abgemacht? Verspreche ich Ihnen in der Hand. Oh. Ja. Aber jetzt will ich erstmal mein Instrument in wärmere Gefilde bringen. Ja. Und dann wird geübt, dass die Schwarte klattert. Wie mein alter Lehrer immer zu sagen pflegt. Ja. Läuft. Also wirklich, Udo, Sie sind sehr talentiert. Jetzt sagen Sie mal meinem Eulen. Ja, aber gerne. Also das mache ich gerne für Sie. Och, das wäre unheimlich stark, ja? Mensch, der steht ja noch draußen im Schnee. Habe ich ja völlig vergessen. Ich hole ihn mal rein. Ja. Wer will sich neben ihr entschuldigen? Holy Boy. Udochen. Ja. Danke. Na, Holger? Was ist hier? Na, soll nur kommen, das olle Schlitzohr. Mann, ist das die Kälte. Um uns wegzusagen, sind Sie ja wohl nicht hier, oder? Das wär mit Ihrer Wohnung alles ja nie passiert, wenn Fräulein Birnstengel gestern nicht so doll gekloppt hätte. Ja. Schieb's nicht wieder auf andere, sag die Wahrheit, Papa. Na gut, irgendwann muss das ja raus, gell? Ja, ich war sauer, weil sie mir für ihren Geburtstag nicht eingeladen hatten. obwohl ich seit Jahrzehnten mehr als nur Sympathie und eigentlich für... Nee, ich sag nicht mehr. Entweder Sie nehmen das als Erklärung an oder ich gehe zurück in den Schnee. Moment mal, nee. Sie bleiben hier, Sie bewähren sich erstmal. Ach und wie? Ach, Herr Baumann, merken Sie denn nicht? Nee, nicht, den ich wüsste. Na, kalt ist es hier. Genau, das ist der runde Punkt, der Heizung ist im Eimer. Aber die repariert dir mein Vater gerne. Ja. Stimmt's, Papa? Ja, aber mit dir als meine linke Hand. Als rechte ist er nämlich nicht zu gebrauchen. Aber nicht jetzt etwa denken, ich will mal einkratzen. Oh. Naja, wo ist der Apparat? Oh, Herr Baumann, das ist ein kühner Entschluss. Wenn Sie mir bitte unauffällig folgen wollen. Na, aber ich wollte doch... Du wolltest ja nicht, was ich nicht will, ne? Bitte schön. Hier runter und dann gleich links. Ja, das macht Laune. Tag, Olga. Tagchen. Oh, hier ist aber kühl. Oh, nicht mehr lange, Tätchen, nicht mehr lange. Die Heizung wird gerade repariert. So. Naja, ist ja auch egal. Sag mal, was ist denn los mit dir? Machst du so einen Bedrückten? Nicht weiter. Er hat seit 2 Tagen nicht mehr angerufen. Wer? Na, er. Ach so, deine Stimme aus dem Äther. Ja, ja. Mach dich nur lustig über mich. Mir ist gar nicht danach zumut. Was ich durchgemacht habe. Du meine Güte, was denn? Hm? Na, ich habe angerufen. Wo? In Stralsund, seine Nummer. Ach so, ja, und? Er war nicht da. Ach. Ja, dafür sagte aber eine weibliche Stimme in sehr barschem Ton. Ja, bitte. Na und du? Ich habe natürlich wieder aufgelegt.
Natürlich. Natürlich ist er verheiratet. Menschenskind. Ich hab dir gewarnt, aber du musst ja immer mit dem Kopf durch die Wand. Sei froh, dass das noch so glimpflich und per Draht abgegangen ist, bevor es zu persönlichen Tätigkeiten kam. Wie du redest. Naja, ich weiß, das tut weh. Mhm. Aber da müssen wir durch. Deine Schwestern lassen dir nicht im Stich. Weißt du was? Ja. Du gehst jetzt in die Küche. Und wasch ab. Nee, also, komm her. Du gehst jetzt in die Küche und machst dir einen schönen heißen Grog. Hm? Und dann sollst du mal sehen, dann sieht das Leben wieder wie ein Himbeerbonbon aus. Hm? Wenn du meinst. Ja. Mir ist alles egal. Ja. Ach, ihr Schön. Wir sind aber auch eine geplagte Familie. Und alles wegen die Kerle. Nee, nur daran kann es ja auch nicht liegen. Ich hab keinen. Oder? Eure dumme Kuh. Du, Olga. Ja? Mathilde hat mir da eben angedeutet, du. Das ist wieder mal aus. Jetzt sitzt sie da und heult in ihr Glas. Hm, dann wundert sich wieder, dass der Grog so salzig ist. Olga, also jetzt mal Spaß beiseite. Du, ich gehe jetzt noch mal weg zum Großhandel wegen der Getränke, ja? Ach, wisst ihr was? Hm? Du, ich komm gleich mit. Ja? Ne? Vielleicht kann ich noch einen Kellner aufteilen. Du, das ist eine gute Idee. Du, dann sag ich gleich mal Mathilde Bescheid, dass wir beide jetzt weggehen. Ja, ist gut. Sag mal. Olli, kannst du mir mal verraten, warum ich unbedingt schon heute antanzen soll, wo doch die Fete erst morgen ist? Du, weil ich der irrigen Meinung bin, dass sich in Familienleben nicht nur in Feiern von Partys ausdrückt, sondern manchmal auch in Arbeit. Und weil ich dachte, du könntest vielleicht mal einen kleinen Anteil daran nehmen, ne? Könntest hier ein bisschen aufräumen. Könntest zum Beispiel meine Nähmaschine ausbringen. Könntest die Bar einordnen. Ach ja, und morgen wurde so gerne feiern möchtest, da wirst du wahrscheinlich als Aushilfskellner einspringen müssen. Nee. Ja, ja, ich meine, wenn wir dir deinen zarten Nerven überhaupt zumuten dürfen. Na hör mal, da machen wir mal einen Punkt. Ich bin doch nicht dein Leibeigner. Ich bin schon gar nicht der Leibeigner für deine Schwester ihre Kneipe hier. Wenn ich schon mal arbeiten will, dann backe ich Torten, ja? Außerdem bin ich verabredet, ich muss weg. Halt, Moment mal, das wird ja immer besser. Langsam entpuppt sich dir als Peter Ufius von deinem pflichtvergessenen Vater dieser Pfeife. Moment, mein Herr. Jetzt bin ich am Zuge. Ich, die für dich ihre Jugend, ihr Privatleben und ihre Karriere aufgegeben hat. Karriere? Jawohl, Karriere. Ich hatte die besten Aussichten, als Untermann in einer Artistengruppe aufgenommen zu werden. Als du in mein Leben geschmissen wurdest, da habe ich alle durchgegeben. Hab mal still an meine Nähmaschine verfatzt. Vielen Heiratsanträge habe ich abgelehnt. Alle deinetwegen. Und das ist nur der Dank für eine Reihe mühevoller Jahre, die man ihnen Findelkind geopfert hat. Das gibt dir aber noch nicht das Recht, mich andauernd zu gängeln und zu bevormunden wie ein Kind. Jede Freundin hast du mir bis jetzt verkrault. Ja, bloß weil sie den Tick nicht los muss, aus mir nochmal einen Artisten zu machen. Merkst du denn nicht, dass ich längst erwachsen bin und auch schon selber Kinder haben könnte? Ja! Und damit du es weißt, ab heute lebe ich mein Leben allein. Und zwar nicht auf dem Hochseil, sondern mit beiden Beinen auf der Erde. Ach Mensch, mach mich dazu, bist du gar nicht in der Lage. Und ob ich dazu in der Lage bin, ha? Außerdem will ich nicht mehr Moppi genannt werden, so. Moppi? Ja, siehste. Schon wieder, aber ich sage dir, ab heute höre ich darauf nicht mehr. Und überhaupt? Überhaupt bekomme ich demnächst ein Kind, so. Von wem? Aha, das kann ja dir völlig wurscht sein. Ach, super. Aber, meine Lieben, wir haben wirklich alle in den letzten Tagen viel Schweres durchgemacht. Wir wollen uns jetzt nicht noch gegenseitig die Nerven an den Kopf schmeißen. Also bitte vertragt euch. Olga, komm, fass zu. Oh je. Gleich wird's wärmer. Was du nicht sagst. Ach du, grüß dich. Grüß dich. Machst du für ein Gesicht? Also wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du schon längst ein neues. Sehr freundlich. Und was war wirklich los? Ach,
hatte Krach mit Olli. Dann habe ich am Schluss in meiner Wut behauptet, dass ich ein Kind kriege, was natürlich nicht stimmt. Bist du sicher? Geh lieber mal zum Arzt. Ha, ha, ha. Und du? Ja, auf jeden Fall müsstest du dabei bleiben. Ja, und woher nehme ich das Kind? Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mensch, das ist überhaupt die Idee. Das erzähle ich meinem Olli noch. Na klar, da brauche ich abends keine anderen Ausreden mit der Bandprobe und so. Ich kriege ein Kind. Ich werde Vater. In 3 Monaten. Der ist Vater. Einfach so. Ja. Was ist los? Ich höre wohl nicht recht. Ja, doch, Herr Baumann. Das haben Sie schon ganz richtig gehört. Ihr Söhnchen wird Papa, hat er mir gerade selber gesagt. Jetzt bist du sauer, wa? Sauer? Mensch, Udochen, Junge, ihr könnt ja zu Boden knutschen, Mensch. Ein kleiner Baumann, Mensch, Junge. Der Maxe wird platzen, wird der hier, Mensch. Junge, das ist die größte Freude, die du mir und meine ollen Tare noch machen kannst. Na, wo ist das Mädel nur? Ich will sie kennenlernen. Ja, das ist schwer, ja, weil die ist... Die ist von außerhalb. Ja, die ist völlig außer sich. Die ist von außerhalb. Ach, so ein kleines Landei, warte mal. Macht da überhaupt nicht. Das Mädel zieht sofort hier ein, kann sie kochen. Ob sie was? Ob sie kochen kann. Na klar kann die kochen, Herr Baumann. Ja, die war ja im Kochen, war die schon ganz groß, also noch ganz klein war. Na, das ist gut, weil die vorher, die konnte nämlich bloß Konservenbüchsen aufmachen, weil die zweite vorher, die stand auf Tütensuppen, ja. Und die zweite vorher, die war... Aber Papa, das interessiert doch überhaupt keinen. Doch, interessiert das mich. Ich habe nämlich jedes Mal 20 Kilo abgenommen. Ja. Du, die Heizung wird immer noch nicht warmer. Ja, muss ich doch mal nachkicken, weil überlege du dir inzwischen, wann die Hochzeit sein sollte. Hast du mir vielleicht ein Ding gemacht? Was, wieso denn ich? Du hast damit angefangen, ich werde Vater. In 3 Monaten werde ich Vater. Udo, da steht der Dampf an Nebenluft. Nebenluft. Auch das noch. Ah! Hallo? Kommt jetzt noch Nebel auf? Nee. Das ist nur die Dampfheizung, Tante Mathilde. Ja. Sag mal, könntest du mir nicht ein bisschen helfen? Gern, wenn ich kann. Ach ja, dann mach doch mal hier ein bisschen Ordnung, räum die Nähmaschine weg und die Bar ein. Die Bar? Ja. Oh, ob ich das schaffe? Aber klar. Na, ich muss irgendwie ganz dringend weg. Na gut, ich versuch's. Ja, danke, du bist die Größte. Ach, diese jungen Leute, immer in Eile. Na ja, die sollen ja noch was vom Leben haben. Hm? Ja, nein. Oh, die Bar, na ja. Dann wollen wir mal. Mathildchen, ich grüße dich. Christoph Maria. Ach, das tut mir aber leid. Irmeli ist nicht da. Wie schön. Bitte? Ich meine, wie schön, dass ich dich auch mal wiedersehe. Ja. So meine ich. Sie können anfangen, meine Herren. Wir sind keine Herren, wir sind Kollegen. Na fein, dann spare ich das Trinkgeld. Ja, aber, Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Ruhe! So, also ich bitte dich, was soll das? Tja, wie soll ich dir das erklären? Kurz und bündig, wenn ich bitten darf. Gut, ich wollte zwar Irmgard die Sache noch 4 Wochen lassen, aber meine neue Bekannte wäre unentwegt. Du kennst sie, sie hat mich unentwegt und so heftig bedrängt, bis ich nachgab und versprach, eisern durchzugreifen. Und dazu hast du dich hergegeben? Ich verstehe das jetzt auch nicht mehr. Aber als sie mit sofortiger Trennung drohte, wurde ich weich wie Butter. Kennst du mein Gemüt? Oh ja, du solltest dich was schämen. Das tue ich schon fortwährend, aber es nutzt nichts. Ich komme einfach gegen meinen inneren Schweinehund nicht an. Du darfst allerdings auch dabei nicht vergessen, dass nicht ich es war, der diese Scheidung in die Wege geleitet hat, liebes Mathildchen. Nein, Irmgard hat angefangen. Weil dir dazu die Kraft mangelt. Ach, Christoph Maria, bitte. Doch wenigstens jetzt deinem Herzen einen Ruck. Lass die Sachen hier, ja? So gern es mir leid tut, ich kann es nicht. Selbst wenn ich es wollte. Glaub mir, Mathildchen, das alles geht nicht in böser Absicht. Es ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Also, Momentchen mal, junge Frau. Nee, hier nicht. Was? Die ist privat. Stimmt, ja, natürlich, wenn die Dame es sagt. Leb wohl, Mathildchen, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Ebenso beschmerzt, dir wehtun zu müssen. Ich bin verzweifelt. Schlappschwanz.
Ja, so war der schon immer. Leicht beeinflussbar. Aber diesmal leider nicht von mir. Christa Maria. Die habe ich Irmgard mal zum Hochzeitstag geschenkt. Die soll sie behalten und immer an mich denken. Und bitte sieh mich nicht so vorwurfsvoll an, sonst heule ich noch Rotz und Wasser. Ach, was bin ich doch für ein durch und durch unguter Charakter. Oh, wenn der jetzt noch mal zurückkommt, dann vergesse ich mich. Ach, Sie. Hallo, Frau Lemberg. Oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Waren Sie das oder haben Sie mit Ihrem Bauch gesprochen? Ich bin erkältet. Und da ist Ihre Schuld, weil ich mich hinter dem Vorhang nicht vorgetraut habe. Das tut mir aber leid. Davon wird's auch nicht besser. Ja. Ist Olga da? Leider nein. So ein Mist. Bitte was? Mist, sag ich. Ja. Sie weist nämlich ein altes Hausrezept gegen Erkältung. Ich darf doch übermorgen bei der Premiere nicht ausfallen. Ja, das sehe ich ein und ich fühle mich jetzt auch sehr schuldig. Das bringt auch nichts. Aber warten Sie mal, vielleicht habe ich auch ein kleines Hausrezeptchen für Sie. Ja. Moment. Ja, oh, das wäre nett. Ja, damit gehen Sie jetzt zu der Adresse, die ich Ihnen aufschreiben werde. Moment. So. Das werden wir gleich haben. Aber bitte kein Wort, dass ich Sie geschickt habe, ja? Und da gehen Sie hin und bitten um Hilfe. Ich bin überzeugt, dass sie Ihnen zuteil wird. Ja. Aber, ja, ist aber das ist doch ja, die... Ja. Das hat alles seine Richtigkeit. Nicht fragen gehen und tun Sie alles, was Ihnen gesagt wird. Sie wollen doch gesund werden. Um jeden Preis, ja. Ja, also seien Sie schön lieb. Danke. Bitte. Danke, Frau Lenz. Ja. Oh. Jetzt bin ich auch noch zur Ignorantin geworden. Ach nein, das heißt ja Intrigantin. Naja, kommt ja auch nicht mehr drauf an. Mensch, schnell raus hier! Der Kessel fliegt in der Luft, wenn Tüter die Möbel weg sind. Wir haben es wieder neu geschafft. Wieso? Entschuldigt, das ist doch bloß das Hauptventil. Es muss abgedreht werden. Also nein, diese Männer. Puh. Oh. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende meiner Kraft. Das war eben heute alles zu viel für mich. Anna Mathilde, leben Sie noch? Weiß ich selbst nicht mehr so, mein Junge. Sind ja auf einmal so traurig geworden. Was ist denn los? Oh, nichts weiter. Ich habe heute nur so viel Schlechtes nicht verhindern können. Und so viel Gutes nicht getan. An allem Unglück bin ich schuld. Sowas dürfen Sie gar nicht erst denken. Doch, doch. Wer braucht mich noch? Wem nütze ich? Völlig überflüssig bin ich. Halt nur ein ganz, ganz kleines Licht. Lang war dein Tag, brauchtest viel Mut, dann ging's ganz gut. Wenn ich dich frag, wie's um dich steht, lachst du, es geht. Doch dann spür ich auch Zweifel. Bist kein kleines Licht, auch wenn du das denkst und mit Freundlichkeit den anderen etwas Wärme schenkst. Bist kein kleines Licht und doch nicht allein, weil du da bist für das Morgen, nicht mit gar so vielen Sorgen etwas leichter sein. Ging's deinen Weg, Freude
war da auch leid. Nun ja, ich überleg, dann seh ich ein, du musst so sein. Schatten und Licht gehören ganz einfach dazu. Und ich weiß, all das bist du. Bist kein kleines Licht, auch wenn du das denkst. Und mit Freundlichkeit den anderen etwas Wärme schenkst. Bist kein kleines Licht und doch nicht allein. Weil du da bist, wird es morgen nicht mit gar so vielen Sorgen etwas leichter sein. Sie haben auch ein Glück. Ich? Ja. Moment mal, wieso denn? Na, weil ich gestern Ihre Heizung auf Vordermann gebracht habe. Mensch, das ist eine Hitze, ist das hier, da hat der Kessel ja noch nie geballert. Na, übertreiben Sie mal nicht, Herr Baumann. Ich bin erst mal gespannt, wie lange das diesmal hält. Ja, hier spannt für dich auch. Ah ja? Was euer Mopi da für eine Ische anschleppt. Soll ja wohl älteres Semester sein. Oh. Nur übertreiben Sie mal nicht, ja? Und seien Sie auch nicht so vorlaut. Wer weiß, was Ihr Udo für eine mitbringt. Unser ist auf Zack, das weiß ich genau. Ja? Na, wir werden ja sehen, welcher von beiden das Bessere loszieht. Ich glaube überhaupt, Ihnen kommt es nur darauf an, dass die junge Frau gut kochen kann. Frau Schulte-Knopf, also den verbinde ich mir, ja? Ich achte einzig und allein auf die inneren Werte. Und das Äußere natürlich auch. Ich meine, man will sich ja nicht irgendwie so eine Trispeltrude blamieren hier. Hm? Ach, das ist wieder mal typisch, Mann. Herr Baumann, was machen Sie denn da mit meinem schönen antiken Tisch? Ach, wenn Sie da so weiterfummeln, da wird das doch nie was. Das wird. Na, hoffentlich. Ja. Ach, Baumännchen, ich wollte überhaupt mal mit Ihnen reden. Ja. Warum untersagen Sie eigentlich Ihrem Udo die musikalische Ausbildung? Was? Wirklich, Sie sind so ein richtiger Haus- und Seelentyrann. Der Junge ist sowas von musikalisch. Als ob Sie eine Ahnung davon hätten. Na, also von meiner künstlerischen Ader, da können Sie doch nur träumen. Na, Sie oller Brummbär, nur geben Sie doch schon mal Ihrem Herzen oder was Sie dafür halten, einen Ruck. Hm? Sagen Sie ja. Nee! Erstmal muss ich das Mädel kennenlernen. Und wenn sie mir gefällt und wenn sie noch rüstig genug ist, neben dem Kind, um noch meinen Udo zu ernähren und bei mir die Hauswirtschaft zu führen, dann würde ich mir für diese, von dieser brotlosen Kunst, würde ich mir vielleicht überzeugen lassen. Irgendwie. Ja, irgendwas. Oh, meine Putze hat abgesagt. Ja, was denn nun? Ja, Moppi und Udo wollten ja Ihnen besorgen. Vielleicht klappt das. Ach, die Jungs, die haben doch nur noch ihre Bräute und die Verlobungsfeier im Kopf. Was soll denn hier auch noch putzen? Ist doch sowieso alle in den Eimer. Na, also Moment mal, ich erwarte jeden Augenblick Möbel vom Rat des Stadtbezirks. Zwar nur leihweise, aber immerhin, nicht? Das sehe ich noch nicht. Oh, Herr Baumann. Jetzt hat der Tischler wirklich sein Lebenslicht ausgehaucht. Na wirklich, jetzt ist die ganze Nostalgie im Eimer. Sie machen wirklich nur Unfug. Ja, und ihr Sohn ebenfalls, wa? Ohne den Einfluss von Ihrem Udo wäre unser Moppi nie auf den dustlichen Gedanken gekommen, ausgerechnet jetzt ein Kind zu kriegen, wo er kurz vor Ihnen eine bedeutende Karriere steht. Karriere, Mensch, als was denn? Als Kaputtmacher? Na, also die Karriere, die haben Sie ja nun bereits erfolgreich eingeschlagen. Also, nicht? Also nur bitte mal ab mit dem Treppen im Keller, ja? Ja, also bitte. Hier, der Dank ist denn. Ach, bitte mal. Hier Dank. Ach, mein Gott. Dank. Glaubst du, ich bin richtig froh, dass mein Yvonnechen nach Halle ist zum Lehrgang und dass sie dieses ganze Fiasko hier nicht miterlebt. Ah. Herr Baumann, also den Tisch nicht gleich in die Heizung. Mal sehen, was zu essen ist.
denn? Sieht ja Jahr nicht so unübel aus. Das Mobiliar ist ja ein bisschen dürftig. Aber das Getränkeangebot ist nicht schlecht. Jolbrand, Weinbrand, Veneziano. Was ist denn? Den kenne ich überhaupt noch nicht. Miller, ich war da. 32 Volt. Sieben Schock! Jottchen aber auch. Nee, haben Sie mich erschrocken. Hey, tickisch und hinterrücks, muss ich schon sagen. Sehen Sie nur, wie mein Cholesterinspiegel steigt. Na ja, natürlich sehen Sie es. Ja, nee, nee, jetzt haben wir ein klarer Radatschen voller Größe. Der Blutdruck geht hinterher. Oh, jetzt schlägt sich das Ganze ruckartig auf den Nucleus pulposus nieder. Ja, aber... Aber Sie... Damit noch ja nicht genug. Oh, jetzt rumpelt's und pumpelt's in dem Magen drüber rum. Als hätte ich Rotkäppchen. Ja, warum trinken Sie auch schon tagsüber Sekt? Ja, der Gerechter, die Frau versteht mein Leiden überhaupt nicht. Rotkäppchen und der Wolf, mehl ich natürlich. Aber von der heimischen Märchen und Sagen wissen Sie wohl ja nicht. Oh... Jetzt haben wir den Kuddelmuddel in voller Hand. Du meine Güte, was fehlt Ihnen denn? Jetzt ist es mal übel. So richtig. Von Herzen übel. Kommen Sie richtig erst mal auf hier. Ja. So, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Glas Wasser? Wasser? Gute Frau, ich bin doch nicht dreckig, sondern durch. Wenn Sie mir vielleicht ein kleines doppeltes Kognäckchen einplempern könnten. Glaube, das könnte mir helfen. Halt! Nee! Und oh, nicht von den fürchterlichen Spezi. Gute Frau, brennt mir auf der Stelle der Sod. Die Pech und Schnee. Nehmen Sie mal den da. Nee, den. Er nehme ich bei Professor Kaludrigkeit auch immer zur Brust. Ist das Einzige, was mir hilft. Ja, so ist recht, Fräuleinchen. Danke, Herr Jens. Wohlbekommt's. Da bin ich noch ja nicht so sicher. Sagen Sie mal, kriegen Sie auch immer so einen rauen Schleier vor den Augen, wenn Sie nur einen Schnaps genießen? Sehen Sie, es geht schon los. Kann sie ja auch nicht mehr erkennen. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie? Sagen Sie mal, würde Ihnen ein Zweiter was bedeuten? Aber ihr wisst doch, meine Damen. Halt! Nee, Sie vergeifen sich schon wieder an der falschen Flasche. Ach, ich denke Sie... Kindchen, ich bin zwar so gut wie blind, aber ich bin nicht dämlich. Das kriege ich schon noch mit. Das liegt bei mir ja alles am Ulcus Duodeni. Kenn ich nicht. Seien Sie froh. Ich sollte ja eigentlich daran schon operiert werden, aber die Gelehrten sind sich noch nicht einig, ob es nur der Ulcus ist oder der Duodeni. Ja, ich sag ja, die Ärzte, mein Gott, nee. Wir wissen im Grunde auch nichts. Dabei, Prösterchen, Herr Jäger. Dabei bin ich erst voriges Jahr an der Welles Fellini operiert worden. An was? Die Gallenblase. Von da bis da. Oh. Stein. Ich sag Ihnen, Steine so groß wie Enteneier.
Aber am Abend nach dem Eingriff, da konnte ich schon wieder auf der Bettkante sitzen und am nächsten Tag bin ich schon wieder durchs Zimmer gewandert, da konnte ich ja nicht. Mal eine Frage, durften Sie wenigstens während der Operation liegen? Jetzt sehen Sie mal nicht albern, gute Frau. Übrigens, der Schleier ist weg, der von der Ohren. Dafür, jetzt werden Sie es mir geloben oder nicht, ist mir jetzt das rechte Bein eingeschlafen. Es war wahrscheinlich der Nervus vibillaris. Ja, ja, Komunis. Ja, ja, ist gut, Sie haben mal überzeugt. Sie ja. haben mal überzeugt. Der ist aber wirklich der Letzte, ja. wa? Aber ihr wisst doch, wir wollen uns doch nicht zum Suffgelage ausatmen, ne? Das wäre ja wohl das Letzte. Trinken Sie ihn mit, ja? Na klar, wenn Sie mich weiter vorhaben, wa? Naja, wissen Sie. Ach. Wenn Sie mir vielleicht noch mal immer helfen könnten, ja? Ja, ja, ja. Brächte jetzt mal so ein kleines Hockerchen für meine Füße. So. Ja, wissen so. Sie, wenn ich jetzt 5 Minuten autogenes Training mache, ja? Dann bin ich voll wieder da. Da haben wir wohl nichts dagegen. Ja, doch, doch, wir haben. Darf ich mal fragen, wer Sie sind und was Sie hier wollen? Mein Lokal ist nämlich für den öffentlichen Verkehr noch geschlossen, müssen Sie wissen. Ja, hier kann doch nicht jeder einfach unbekannt ein- und ausgehen. Das müssen Sie verstehen, Frau. Also gut. Bringen wir es hinter uns. Mein Name ist Alice Kille. Und ich komme auf ausdrückliche Veranlassung von Herrn Persicke. Tassilo? Meinetwegen auch Moppi, wie Sie wollen. Wir sind nämlich seit geraumer Zeit zusammen. Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Was habe ich gesagt? Älteres Semester. Oh, sag mal, das ist ja entsetzt. Na, die Damen sind ja ganz schön nervös. Scheint mir vegetative Dystonie zu sein, lassen Sie mal sehen. Wir sind keine Dynastie, das verbitte ich mir Frechheit nicht. Oh. Da komme ich ja in eine Familie durch und durch kaputt. Also Sie kommen nie in unsere Familie. Nein, also das Kind, das kriegen wir auch so groß. Sich auf sowas einzulassen, man schämt sich nicht in ihren Alter. Also ein Momentchen mal, ja? Mein Alter spielt in dem Zusammenhang überhaupt keine Rolle, ja? Und überhaupt, was sammeln Sie mich in einer Tour von der Seite voll? Das habe ich ja nicht gerne von irgendwelchen Herren. Deren Namen und Geschlecht mir unbekannt sind. Was, mein Geschlecht unbekannt? Also, Mensch, also, Fritze Baumann, Hausmeister, so. Der Vater von Udochen. Es wird ja immer schöner, da schlage ich ja gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Gott, dann sind Sie mit den Udo etwa auch hier? Na, ihr wisst doch. Momentchen, bitte schön. Bitte, was? Ist das nicht seine Handschrift? Treffpunkt. Am Freitag um 18 Uhr in Kaffe Yvonne, Gruß Udo, das ist seine Schrift. Ja, ich sag's ja, es ist von Jungchen, ja. So, nur entschuldigen Sie mich. Einen Moment, ich brauche das jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. So geht's ja wirklich nicht. Sie, jetzt haben wir eine Braut für 2 Männer. Ja. Und noch dazu eine solche, Mensch, der Udo, der soll mir mal nach Hause kommen. Ich, aber Schuld ist nur der Einfluss von euren dämlichen Moppi. Ach, also, das ja. ist dann eine Unverschämtheit, Herr Baumann, wirklich. Chloe, sie will was sagen. Ruhe zieht durch mein Gemüt. Die Gedanken kommen und gehen. Sie ziehen vorüber wie kleine blaue Wölkchen. Am Abendhimmel, ich fühle mich völlig entspannt und gelockert. Fühle mich saumäßig wohl, wie ich mich nie vorher gefühlt habe. Kann ich den Herrschaften vielleicht irgendwie behilflich sein? Jetzt brauche ich einen Schnaps auf meine Rechnung. Ja, na, wissen Sie ja doch, was ich hier hört, Herr Baumann. Ja, bei einer Dame. Mein Glas ist das linke. Ach, da sind Sie ja schon. Ja.
Frau Kümmel. Grüß doch, Frau Mathildchen. Priesterchen. Ja, also Moment, Mathildi. Hm? Ihr kennt euch? Sag mal, du hast das gewusst? Na ja, Frau Kümmel ist doch deine neue Raumpflegerin. Udo und Moppel, die haben sie für meine Chefin besorgt. Ja. Und da habe ich sie davon überzeugen können, dass deine Gastwirtschaft wichtiger ist. Und da hat sie großzügigerweise darauf verzichtet. Sehen Sie, ja? Und das versuche ich nur schon, den Herrschaften seit Ewigkeiten klarzumachen. Wie richtig schläfrig davon geworden. Sehr entzückend, jetzt ist er müde. Ist das vielleicht ein Wunder, wenn in Zug um Zug schön geistliche Getränke aufgenötigt werden? Man selber ist ja viel zu gut erzogen, um zu sagen, nein, danke, ich habe schon geprüft. Also, Frau Kümmel, ich könnte Sie küssen. Ja, ich auch. Also, Sie glauben ja nicht, wie ich mal freue. Ja, wo war denn auf immer diese Zärtlichkeit? Na, das kann ich Ihnen erklären. Das ist ganz einfach, weil Sie nämlich nicht die sind, die wir erwartet haben. Gut, also, wenn ich dann noch einen schönen doppelten und starken Mokka-Dubi bitten dürfte, sonst passiert nämlich bei mir heute ja nichts. Da kann ich nicht mal ein Staubtuch tirieren. Kommen Sie, Frau Kümmel, ich koche Ihnen den Mokka Ihres Lebens. Das ist ganz reizend von Ihnen, Madame Schäfer. Olga? Ja? In der Thermos kann jetzt noch was drin, ja? Irmeli, Frau Kümmel ist ganz in Ordnung, glaube ich. Naja, sie trinkt gern teure Sachen. Ja, aber nicht bei mir. Kinder, Kinder, auf den Schreck, da muss ich nach Hause, nicht etwa der... Mensch, das ist ja Udo vielleicht mit seiner Zukunft bei mir in meine Wohnung. Sie wissen, was ich meine. Mein lieber Herr Baumann, was soll da nur jetzt noch passieren? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Also, Dina, diese Kümmel, ja? Das ist vielleicht eine Type, sage ich euch. Aber als Raumpflegerin kannst du die voll, und das meine ich wirklich, voll unter Ulpfa buchen, wa? Medizinisch gesehen ist sie eine Koryphäe. Also, Mädels, wir machen wirklich einen guten Griff nach dem anderen. Wir haben keine Raumpflegerin, wir haben keine Möbel. Also, ich fürchte, die Verlobungsfeier, die können wir voll und ganz vergessen. Moment mal! Ich denke, das sollte mal meine Geburtstagsfeier sein, wa? Ach, meine Olli, das tut mir aber leid. Also, meine liebe Frau Kümmel, so eilig war es nun wieder nicht. Wieso haben Sie was je in Musik? Ja, nee, Sie müssen ja nicht gleich am Anfang so losackern. Na. Ich sage, volles Rohr oder Schweigen im Walde. Dazwischen kenne ich ja nichts. Ja. Ja, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Frau Kümmel. Sie fangen morgen an. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, was ist mit meinem Tariflohn? Wer zahlt den Ausfall? Also, Tariflohn, den zahle ich Ihnen sofort. Gut, überredet ist noch nicht überzeugt, aber bitteschön, dann lege ich mich jetzt im Kontor auf Chaiselong, ja? Und wecken bitte 19.30 Uhr, ja, pünktlich. Da muss ich zu schlechter Meister Lemmerjeier Treppe wischen. Gute Nacht. Vielleicht erzählt sie mir noch was von ihrer vegetarischen Disharmonie. Ich fühle mal, oh ja, nicht. Nein, womit habe ich das nur verdient? Meine Möbel sind ja auch noch nicht da. Ich glaube, ich rufe da noch mal an. Erdchen, Liebe. Bitte stoß mich nicht wieder brutal von der Schwelle. Hör mich erst an und dann verurteile mich meinetwegen. Du hier? Du wagst es noch hierher zu kommen, nach allem, was du mir angetan hast? Na, ich bin ja nah dran, mich zu vergessen. Warte noch, Liebste. Du hattest ja so recht. Diese Vera ungeheuer, ich meine, diese Vera unentwegt, ist ein Ungeheuer. Herr Gott, warum kommt eigentlich dieser Name noch über meine Lippen? Na nun, so plötzlich, dieser Sinneswandel, wie kommt's denn? Frag mich nicht, Irmchen.
Alles ist aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin ein mehrfach gebrochener Charakter. Ah? Na, das ist mir nicht neu. Aber dass ich es auch zugebe, schon. Kurzum, wir sind getrennt von Tisch und... Oh, das ging aber diesmal schnell. Und das, obwohl du ihr noch meine Möbel in den grässlichen Schund geschmissen hast. Naja, also gut zugegeben, es sind deine Möbel. Apropos Möbel, darf ich mich setzen? Nein. Du sollst ruhig mal das Gefühl kennenlernen, wie das ist, wenn einem der Stuhl unterm Hintern weggezogen wird. Recht so. Gib es mir nur tüchtig. Nein, ich habe keine Schonung verdient. So lass mich dir denn wenigstens stehenden Fußes versichern, dass sich die Stilmöbel in einem Abstellraum befinden. Die Theaterkantine hatte einen Tag zuvor neue bekommen. Ach nein. Leider erfuhr ich es erst, als ich gestern Abend zu ihr in die Wohnung kam. Ach? Und dann sah ich auch diese Flasche. Hast du in den Spiegel geschaut? Nein. Ein fremder, schöner Mann. Er lag in ihrem Bett. Sie saß daneben und hatte die Hand. Bitte, erspare mir die Details. Wo hatte sie die Hand? Auf seinem Kopf. Und dann diese Flasche. Wenn du weißt, du nun noch eine? Feuertanz. Sie behauptete, der Kerl hätte Fieber. Ja, und du? Ich hasse sie alle beide. Ja, das schadet dir gar nichts. Wer war denn der Mann? Angeblich ein Artist, eine Art Bauchtänzer oder so. Ach, Antonio. Du kennst ihn? Ja, flüchtig. Ist ein reizender Junge. Hör auf, ich bitte dich. Sag mal, woher kennst du ihn denn? Es ist doch unwichtig. Ja, du hast recht. Alles ist unwichtig. Aber eine gute Tat will ich in meinem Leben wenigstens noch tun. Und wenn es die letzte wäre. Na, es wäre ja auch deine erste. Welche denn? Ich schenke dir meine Stilmöbel. Ausnahmslos. Hier sollen sie wieder stehen, wo sie einst unsere glücklichsten Tage miterlebt haben. Bitte, du musst dich nicht bedanken. Hier ist die Schenkungsurkunde, wenn du mal nachschauen möchtest. Ich glaube, ich habe alles berücksichtigt. Und ich berücksichtige gar nichts. Ich lasse mir doch von labilen Typen deines Kalibers nicht mit ein paar abgewetzten Klamotten korrumpieren. Nur damit es mal klar ist, ja? Von mir aus mach Kleinholz aus dem Plunder oder zünde dir die Pfeife damit an. Eine Frau von meiner Dimension, die wirst du nicht einmal erreichen, wenn du den Fernsehturm besteigst. Oh, Irmgard, Irmgard, was tust du mir an? Erlkönig hat mir ein Leids getan. Ja, das habe ich auch mal auswendig gelernt. Auch wenn du heute noch meine wunde Seele erbarmungslos mit Füßen trittst, ich werde nie aufhören, um dein Vertrauen zu ringen. Aha. Ist ja als Einzelvortrag gar nicht so übel. Das muss ich mir merken. Sag mal, Irmeli, war das nicht eben Christoph Maria? Ja, und wie. Er hat sozusagen auf den Knien vor mir gelegen. Und weißt du auch warum? Ja, es ist aus mit Frau Unentwegt. Genau. Ja, Moment mal. Woher weißt du das, Tildi? Oh. Tildi, hast du etwa wieder gelauscht? Hm? Also, ich lausche nie. Ja, und ich immer, wenn ich es einrichten kann. Sag mal, woher weißt du das? Weil ich es war, die gestern den Bauchredner mit einer Flasche Rotwein zu der Ballettmeisterin geschickt habe. Du? Ja, ich hoffte auf diese Weise, dir die Möbel zu retten. Tildi. Oh, meine gute Mathilde. War das sehr böse von mir? Aber ich bitte dich, das war genial. Ja. Ja, obwohl ich ja nun die Möbel gar nicht mehr nehme. Ja, aber warum denn nicht? Dann war ja wieder alles umsonst. Und ich habe Christoph Marias junge Liebe zerstört. Für nichts und wieder nichts. Sag mal, warum willst du eigentlich die Möbel nicht mehr? Ach, weißt du, ich habe schließlich ein Fünkchen Stolz im Leibe. Ach so, ja, das kann ich verstehen. So, Kinder, Alice pennt. Vorher hat sie mir noch ein Rezept gegen eingeschlafene Füße diktiert. Da war sie selber weg. Da draußen ist gerade ein Möbelwagen vorgefahren. Möbel? Ja. Moppi, das sind meine Möbel. Ja. Kinder, mach Platz. Bitte schaff Platz. Da hat es ja doch noch geklappt, wa? Sag mal, Moppi, wann kommst du deine Freundin mit dem Kind? Das hat sie doch noch gar nicht. Die ist ja jetzt im Lehrgang in Halle. Was denn in Halle, Moppi? Oh, der Halberstadt. Ich mach mal schon die Türen auf, Tante Irmgard, ja? Ja, das ist recht, Moppi, aber das finde ich aber merkwürdig. In Halle?
Da ist auch mein Yvonnechen zum Lehrgang. Ach mein Gott, Irmgard, ist groß, hält für viele Mädchen. Also, Moment mal. Moment mal, junger Mann, damit sind Sie hier bestimmt falsch. Ja. Was heißt hier Moment mal? Ist das hier etwa kein Kindergarten? Aber nein, mitnichten, mein Herr, mitnichten. Wenn es auch manchmal den Anschein hat, ne? Kindergarten mit Bar, wo gibt's denn das? Heutzutage weiß man es nie. Also, meine Herren, der Kindergarten ist zwei Häuser weiter. Also bitte, ja, ab also damit. Ja? Oh, wie schade. Na ja. Mein Gott. Ach, also Mädels, das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt habe ich ja wieder keinen Stuhl und keinen Tisch. Moment mal. Wo ist denn der Wisch? Mädels, wo ist der Wisch? Ja, was ist denn Wisch? Ein weißer Bogen, DIN A4, zusammengeknautscht. Der muss hier irgendwo liegen. Kinder, der ist lebenswichtig. Bitte, helft mir suchen. Bitte, bewegt euch. Tildi. Ja? Auf die Erde. Na, Olga? Na, ich seh nur, wahrscheinlich hat die Kümmel mit Luft gesaugt. Aber nein, da war er ja noch gar nicht hier. Ist das nur wieder soll. Eine Unordnung ist das hier. Überall liegt Papier rum. Papier? Udochen, Papier! Bitte, bitte her damit, Udochen, bitte. Bitte. Das ist er. Und das ist er. Danke. Kinder, ich brauche ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen, ein König. Bitte, Mathilde, Olga, bewegt euch, helft mir. Ja, das ist meine Existenz. Das ist was Leben. Was ist es denn? Das ist das drehen Sie völlig durch, wa? Wahrscheinlich. Hm. Sag mal, hast du eine gefunden? Was denn? Na, ach so, nee, jedenfalls keine mit Kind. Ach. Und ich hab mich verquatscht mit Halle. Ich glaube, Tante Irmgard hat was spitz gekriegt. Du, ich sag dir, wenn die rausgekriegt hätte, dass du wirklich mit Yvonne, die hätte so ein Elch. Ey. Mein Teufel mir an die Wand. Ich hab dem Mädel versprochen, erst mit ihrer Mutter drüber zu reden, wenn die Scheidung richtig verschluckt hat. Das kann dauern. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, und wie? Wir machen sie fertig. Mit Musik. Mach ich schon jahrelang. Ah ja, hab davon gehört. Reiß dich zusammen und mach freiwillig die Küche. Aus Aushilfsgönner kommt mein Oller. Ja, ich lach mich kaputt. Du wart's ab, der hat früher mal bei der Weißen Flotte ausgeholfen. Und dann mir mal erklärt, warum ich hier durfte. Ist das so üblich, Herr Baumann, bei Hochzeiten, Verlobungen und Kindtaufen? Und bei Beerdigung, ja. Aber nee. Papa! Ja, Sieg! Sieg auf der ganzen Linie! Ich habe die Möbel wieder glatt gekriegt. Oh, Herr Baumann, so feierlich. Oh, ist ja umwärmend. Mein Papa macht heute ja den Kellner und das kann er wirklich. Was denn, Udo, du lobst mir, da steckt doch Max dahinter. Aber als Kellner bin ich wirklich einsame Spitze, ja. Moppi, blick ab in die Küche. Mit dem größten Vergnügen. Ja, und du hier, wo machst du denn nicht schlecht? Bin gleich wieder da. Wenn ich mal nur fragen darf, ja. wo soll ich denn nur hier servieren? Also, Herr Baumann, Sie holen jetzt erstmal ein Fläschchen Sekt aus dem Kühlschrank. Wir werden nämlich Möbel in Hülle und Fülle haben. Die Globerbauer an der Weihnachtsmann. Ja. Oh, wir hatten eine herrliche Generalprobe. Es gab einen Riesenkrach. Natürlich, so wie sein muss. Ja. Danke, mein Liebling. Und Frau Schulze, Sie haben natürlich vollkommen recht. Sie haben Möbel in Hülle und Fülle. Hier sind Sie alle unversehrt zurück. Ach, das waren doch alles nur Missverständnisse. Dumme kleine Scherze. Ich weiß, ich hoffe, Sie werden mir meine Kapricen verzeihen, ja? Olga, oh, du kennst mich nein, doch, ja. Wenn ich auf den Schwingen der Liebe gleite. Mach ich nur Unfug. Und vielen Dank noch für das ausgezeichnete Rezept gegen Erkältung. Meine Stimme ist klar wie nie zuvor. Also Moment mal, ja? Nun tun Sie jetzt nicht so, als hätte ich die Möbel nur einer erneuten Laune von Ihnen zu verdanken. Die gehören nämlich mir. Das habe ich hier schwarz auf weiß. Aber Kindchen, dazu habe ich ihn doch veranlasst. Unseren lieben CM, nicht wahr? Wo ist er denn? Hasi Putzi, komm doch mal rein. Oh, du darfst auch mitfeiern. Mein Gott, ist er nicht süß. Hallo, Irmchen, siehst du? Alles wird gut. Ja, es scheint so, Hasi Putzi. Oh ja, hier siehst du mich wieder so an.
du kennst mich doch. Mensch, hast du hier an meiner alten Freundschaft gezweifelt? Ach Mensch, Vera, du alte Schlachtross. Wisst ihr, du hast ja schon viele Korken steigen lassen, aber das hier, das war dein Scherz. Man muss sich immer noch steigern können. So, was ist denn mit den beiden Bräuten hier? Moppi. Das erzählen wir ein andermal. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen losmachen hier. Wird doch noch Verlobung gefeiert? Mensch, Mathilde kommt hier mal aus dem Bußtopf. Mein Geburtstag natürlich. Hey Leute, hier geht gleich eine Fete los. Der Stuhl gesund ist, wachse die Dame. Man glaubt es kaum, du bist die Stimmung groß. Drum leg nun Glas und Flamme zur Hand. Mit uns dürft ihr tanzen, alleine den Ganzen. Die Irmgard hat sich aber fein gemacht, Mathilde strahlt wie ein Laubbusch im Schnee. Die Olga hat mir eben zugelacht, doch wird es ernst, dann sagt sie, ach nee. Und nun darf ich sitzen, mit zwingenden Schritten, ab die Post. Drei reizende Schwestern, wir sind nicht von gestern, nah, erbrechen Gott's Lästern. In sämtlichen Nesten gleich vertraut, drei einzelne Schwestern, von heute wie gestern, nah, wie alle noch gestern, auf die Pauke auf. Wir heute gehen nun die Lichter auf, der Vorhang fällt, das Spiel ist vorbei. Wir senden allen einen Gruß aus, dem Pfarrer uns, wo immer es sei. Die Leiter sind allen.